Damit seid wieder recht herzlich willkommen zurück hier in einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion, nicht 5. Ich wollte es gerade schon wieder sagen und durcheinander bringen in, oder nicht in, sondern auf die Shivering Isles. Wir, es ruckelt gerade leicht. Wir waren beim letzten Mal beim, Moment. Oha. Was ist denn das hier? Ah, ein gieriger Hunger, mal was anderes. Alter Gierschlund, du! Ich habe schon wieder vergessen, einen Timer zu stellen. Man kriegt das gerade hier nebenbei hin. Warte mal. So, Timer läuft. Na, mein Freund. Huch, oh, da ging dein I. Alter, was war das denn? Ups, er ist kaputt gegangen. Eine Hungerzunge. Wir waren beim letzten Mal beim Shigorath gewesen. Oder, Quatsch, Shiogorath heißt das, ja. Ich sag immer, oh. Ich sag immer, Shigo. Hallo? Pff, was war denn das jetzt? Darf ich jetzt mal ausreden oder was? Alter, ey, der hat aber einen Jump drauf, der Kollege. Oh, der ging voll daneben. Oh, da ist der andere Kollege. So, also nochmal. Wir waren beim letzten Mal beim Shiogorath gewesen. Jetzt ist sogar alles korrekt. Und haben mit ihm gesprochen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Aber ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen erfahren aus den Kommentaren. Und die möchte ich jetzt mal auch erfahren, was wir da denn noch nicht gemacht haben. Was ruckelt das denn hier heute so? Da pflücke ich mir spontan mal eine Blasenschotenkappe. So, ich will dann nämlich nochmal ganz kurz zurück in die City. Seid gesegnet, Bürger. Ja. Und zwar, zum einen möchte ich eigentlich nochmal zum Shiogorath selbst und zum anderen möchte ich nochmal zu dem einen Laden, was geht bei ihr verkehrt? Seid gegrüßt. Ah. Ah. Kann ich auch. Hast du Sko-Oma dabei? Hä? Freund? Kumpel? Zum Teilen? Komm schon, her mit dem Sko-Oma! Nee. Bringt das nächste Mal etwas Sko-Oma mit. So voll bedrückt, ey. Bringt das nächste Mal etwas Sko-Oma mit. So, und das hier. Stadttor zu Bliss. Da möchte ich mal ganz kurz hin. Denn, wie gesagt, zum einen möchte ich nochmal zum Chefe und zum anderen möchte ich nochmal zu der Schmiede. Jetzt muss ich mir erstmal zurechtfinden hier. Die Stadt, Weiße ist für mich ein wenig neu. Das sieht schon geil aus hier schon wieder. Ach ja, genau. Es wurde sich beschwert, dass ich den Himmel nicht stundenlang angeschaut habe. Schweigeminute ist vorbei. Jetzt habe ich ihn mir mehrere Sekunden angesehen. Was ist bei ihm schon wieder los? Achso, er hier. Sprecht, Bürger. Nee, ich habe... Die sprechen so komisch, so als ob die irgendwie was im Mund haben. Sag mal, wie komme ich denn hier nochmal zu der vermaledeiten Schmiede? Wollüstige Zimmermädchen oder sowas. Ja. War das überhaupt hier? Jetzt muss ich erstmal. Wir gehen mal zum. So. Ich gehe jetzt mal zum Stadttor von Bliss und dann werden wir es schon finden. Das war nämlich irgendwo. Warte, das war. Ich kann zu Hause nicht schlafen. Deshalb laufe ich einfach herum. Kann nicht schlafen.
Fasst euch kurz, Sterbliche. Ich kann nicht schlafen. Fasst euch kurz, Sterbliche. Ach, hier ist es ja. So, dann müssen wir kurz mal warten. Ich warte mal 7 Stunden, dann wird er schon wach sein, der Kollege. Hoffe ich. Ein Waffenschmiedgeselle kann auch magische Waffen und Rüstungen reparieren. So, und zwar wurde geschrieben, wir haben eine Matrix. Ja, die haben wir, aber das ist eine Wahnsinnsbogenmatrix und keine Bernsteinbogenmatrix. Da seid ihr wieder. So. Was? Bogenschütz. Was? Ich wollte doch überhaupt nicht Bernstein. Ach ja. Was? Ach cool, er kann aber unser Zeug aufladen. Das ist gut, das werde ich mir merken. Ich kann fast alles wieder so gut wie neu aussehen lassen. Das machen wir selber. Immer eine gute Idee, euch zu schützen. Ich kann euch dabei helfen. Wäre schön, wenn der Bernstein zum Verkauf hätte. Ja, toll, jetzt haben wir noch einen perfekten Bernsteinbogen. Naja. Ihr müsst wissen. Toll, jetzt sind wir zu schwer beladen. Boah, ey, was die Dinge aber auch wert sind, ne? Ich bin die Meisterschmiedin von Neuscheot. Gebt euch nicht... Die Meisterschmiedin von Neuscheot. Ich bin die Meisterschmiedin. Mit dem anderen Schmied in der Stadt ab. Ach. Der andere Schmied, hey, in der Stadt? Das gehört mir! Wachen! Ja, das gehört doch auch immer noch dir. Habe ich jetzt irgendwas genommen? Hä? Ach komm, weißt du was? Ey, das ist mir jetzt gerade hier. So. Ist mir zu blöd gerade. Ah, okay. Hier soll es also noch einen Schmied geben. Wahrscheinlich ist das dann der Wahnsinnserzschmied. Fasst euch kurz. Die weiß da nichts. Geht jetzt. Geht jetzt. Mal schauen. Allerlei Schätze. Das verzierte Visier. Obergeschoss. Verwöhnter Bettler. Das ist auch nochmal ein verziertes. Achso, ist das gleiche. Buchladen. Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, nehme ich mal schwer an. Moment, wie kommen wir da am besten hin? Wahrscheinlich hier rechts geradezu, irgendwie so lang. Dass wir da wieder zum Tor kommen. Ah ja. Aua. Fasst euch kurz. Ich hab mich vor, mich kurz zu fassen. Ich ziehe es gerne ein wenig in die Länge, wenn du weißt, was ich meine. So, hier haben wir Gillettes Waffen. Aha, Gillette, ne? Da kriegen wir ganz sicher Rasierklingen. Hier? Metallkuriositäten, nee. Hier. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. Mädel? Man nennt mich Gillette. Ich kann Wahnsinnserz zu einer wahrlich inspirierten Klinge schmieden. Hier. Behaltet dieses Pergament. Es listet auf, was ich benötige. Alter, die sieht aus, als ob die irgendwie... Weiß nicht. Ich will nicht drüber reden. Magische Gegenstände. Die Tradition schreibt vor, dass bevor eine Meisterschmiedin stirbt, sie diese magischen Gussformen über die Welt verstreut versteckt. So wie man Salz in eine Wunde streut. Im Laufe der Zeit saugen sie magische Energien aus der Welt um sich herum auf. So wie man Blut aus einer Wunde saugt. Bringt mir eine Matrix und genügend Erz und ich werde euch ein neues Objekt schmieden und die Magie der Matrix in dieses einfließen lassen. Das war der Plan. Was wünscht ihr? Magischer Bogen, na bitte. Mit einem sanften Seufzer wird sich dieser Bogen eurer Zugkraft ergeben. Mit einem Schrei des Entzückens wird der Schmerz auf eure Feinde schleudern. Plopp. So. Mal gucken. Bis später. Perfekter Wahnsinnsbogen hinzugefügt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich würde die Dinger eigentlich gern verkaufen hier. Etwas geschehen.
Braucht ihr etwas Scharfes? Zum Hauen und Stechen oder so? Nee, damit kann ich dienen. Das ein faires Geschäft. Voll. Hauen und Stechen. Wiedersehen. Ist in der Kaiserstadt. So. Jetzt, jetzt wollte ich gerade I drücken für Inventar. Steuerung 1 ist jetzt unser perfekter Wahnsinnsbogen. Der hat 75 Benutzung, das klingt ganz gut. Dann können wir jetzt unseren Job angehen. Dann muss ich nur noch hier rausfinden. Der gammelt da immer noch vor sich hin hier. So, hier ist, glaube ich, das Stadttor. Genau. Ach ja, 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 Moment. Warte doch mal jetzt. So. Ich wollte ja nochmal. Rani Ru. Hä? Ich werde den Findu Kalikraken. Ehrlich. Darauf könnt ihr terraten. War der Plan, ja. Draußen schlafen? Freund, kein Pennigkeit? Spredet mit Ungor. Ungor spredet er wahrsinnig, ihr nicht? Aber Ungor krank sind sehr. Stefanen? Ungor spredet er. Ciao! Spredet mit Ungor. Er Stefan mich? Spredet mit Ungor. Gebt Freund Pennigkeit in Ungors Ratzepüklo. Ratzepüklo? Galbursten es. Ja. Wer war das denn, ey? Der spricht ja fast wie ich. Ratzepüklo, Alter. Ey, nee. Ja, also ich hab ihn verstanden. Was mit euch? Seid gesegnet, Bürger. Da gehe ich lieber durch die Holztür. So, ich glaube, genau, hier ist Palast und so. Ich wollte da mal was ausprobieren, weißt, das haben ja ein paar gesagt, ich soll das mal ausprobieren. Links oder rechts. Ist egal. Ich würde ja durch beide Türen gleichzeitig gehen, aber das geht leider nicht, weißt du. So. Einfach weil Prinzip und so. Oh, der ging in. Das hättet ihr wirklich nicht tun sollen. Genießt die Aussicht. Wie er erstmal herkommen muss mit seinem Stöckchen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Was? Ja, nu? Durch die Landschaft Dementias schlängeln sich riesige... Wie geil ist das denn? Ja, das Überleben war locker. Das ist gar kein Problem. Ich war nicht der Erste. Das ist schön. Ich möcht mir das eigentlich gerne gerade ansehen hier. Schön, wie da noch so Schädel rumliegen und so. Das wollte ich mal ausprobiert haben. So, jetzt muss ich hier nur wieder rausfinden. Ah. Wie kann ich zu dir? So, und jetzt machen wir uns wirklich auf den Weg dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Mal ganz kurz. Muss ja irgendwie die Stoppuhr sehen können. Huch. Na nü. Was haben wir denn hier Schönes? Ups, ich wollte gar nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Da kommt man anscheinend sonst gar nicht hin hier oben. Ich frag mich gerade, wie man sowieso hier hinkommen soll. Naja. Die werden schon Mittel und Wege haben. Ich wollte eigentlich springen. So. Aha. Kann ich zu Diensten sein?
indem du uns aus dem Weg gehst am besten. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht schon wieder neue Kreaturen hier haben, die irgendwas von uns wollen. Da hinten scheint ein Dorf zu kommen. Beziehungsweise hier vorne eigentlich ist schon das Dorf. Da sind sogar Menschen. Nadu? Dulfumf Gro Urgasch, Skalon-Töter. Bleibt still, wenn euch euer Leben lieb ist. Man weiß nie, ob sie sich nicht gerade heranschleichen. Dulfumf, alles klar. Merke ich mir. Haltet die Augen offen. Ich will nicht. Das da. Achso. Gibt's ja auch einen Weg direkt wieder raus irgendwo? Glaub nicht. Dann laufen wir halt über das Feld. Den wollte ich eigentlich vermeiden. Wo ist er? Ach. Ach, die meint er. Alter. Was du kannst, kann ich schon lange. So. Denkt auch, er ist cool, weil er Ohrläppchen hat oder so, ja? Hm. Zutaten. So, mal schauen. Da drüben ist der Marker. Wir sind ja anscheinend quer durch den Sumpf. Machen wir mal. Ist ja eigentlich auch andere Wasserviecher? Sieht nicht so aus. Sieht aus wie Blitze am Himmel, ne? Nur, dass sie irgendwie nicht verschwinden, sondern bleiben. Wo bist du denn? Wow, Alter. Kannst aber auch übertreiben hier, ne? Je, ein alter Krabbler. Und mit dem anderen da? Ah. Ein wenig Knorzrinde. So, und hier ist der Specki. Da hinten ist ein Lager. Jetzt sind schon wieder von irgendwas entdeckt worden. Ah, noch so einer. Hey, Knorzi. Knorzi ist kaputt gegangen. So. Hauptsache Knorzi macht nochmal ein bisschen Disco. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Lager ist. Das dürften wir ja theoretisch noch nicht entdeckt haben. Blutinsellager. Klingt einladend. Oh ja. Wie einladend das ist. Oh, guck mal. Grunzilein legt sich schlafen. Irgendwie treffen die Pfeile schon wieder nicht hier. Huch.
Schau mal, der Sohn von Angela Merkel. So, ist er kaputt gegangen. Grummet File, die machen 14 Damage. Weil die sind an sich schon nicht schlecht eigentlich. Nehme ich mal mit. Stahlpfeile natürlich auch. Davon haben wir ganz wenige. So, das komische Gift, das kann er behalten. Achso, ja genau. Ist hier eigentlich noch was? Schön ein paar Eierhügel und ein paar Eiersäcke. Eiersäcke. Eine Truhe. Oh, schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, gehen wir weiter. Ah. Wow. Alter, übertreib doch. Alter, Alter, Alter. Boah. Kannst du auch übertreiben, mein Freund. Huiuiuiui. Der kam unerwartet gerade. So, wir nähern uns langsam, aber sicher unserem Ziel. Da drüben soll eine Burg sein. Wahrscheinlich wieder so Grummet-Viecher. Und Alter. Ein Eierhügel. Ich höre doch schon wieder. Ich höre doch schon wieder diese Musik. Natürlich, da sind doch schon wieder welche. Das hat ihn gestört, weil ich an seinem Eiersack gezogen habe. Wir laufen mal einfach weiter und ignorieren den Kollegen. Ah, hier ist so eine Festung von denen, deswegen. Ach, wir sollen hier hin. Das ist das Ziel, hier sollen wir hin. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein hier. Sein schwules Beil hier. Achso, ich wurde neulich gefragt, ob ich homophob bin. Nein, bin ich nicht. Gut, ich sehe jetzt hier keinen weiter. Denke ich, können wir es wagen. Na, wir gehen mal rein. Ich bin in Xedilian. Jetzt sollte ich anfangen, nach den Fokuskristallen zu suchen, die den Resonator des Urteils mit dem restlichen Verlies verbinden. Aber das Gefühl, dass es hier ein wenig lustig wird. Ich habe das Gefühl, der Bogen hat keine Ladungen mehr. Jetzt greift er die Luft an, der Typ. Das ist irgendwie so ein stärkerer von denen, wa?
Ja, auch die Stärkeren können kaputt gehen. Da ist noch einer. Ein Todbringer. Ja, der Bogen hat keine Ladungen mehr. Damit. So. Seine Heilung hat ihm genau gar nichts gebracht. Kommen wir hier rein? Wow. Eine schwere Truhe macht seit längerem mal wieder. Bah. Ich krieg's natürlich auch super hin sofort. So. Ach ja, apropos Reparaturhammer. Wir müssen mal wieder, ne? So. Mal wieder alles repariert. Jetzt. So, den hier sammeln wir auch noch ein. Hier kommen wir so nicht rein. Da muss irgendwo wieder so ein Schalter sein. Ah. Wow! Er denn, ey? Ein Peiniger, ein Schamanenpeiniger. Alter, wieder übertreibt, ey. Alter Verwalter, ey. Ein Kristallstab. Der wiegt nichts. Fokuskristallen zugefügt. Ah. Daher kommen die. Ich habe den ersten der drei Fokuskristalle entdeckt. Er befand sich oben am Kristallstab eines Grummet-Schamanen. Ich glaube, sie benutzen die Kristalle als Energiequelle für ihre eigenen Waffen. Nun, da ich ihn vom Stab entfernt habe, sollte ich den Fokuskristall in seinen Urteilsnexus einsetzen und weitermachen. Urteilsnexus. Aber erst sammeln wir jetzt erstmal. So. Jetzt können wir weitergehen. Das ist wahrscheinlich der hier, wa? Ich habe einen der ersten Fokuskristalle in seinen Nexus eingesetzt. Jetzt kann ich weiter nach Fokuskristallen suchen. Der Kristall sitzt ganz fest und lässt sich nicht bewegen. Sieht auf jeden Fall extrem geil aus. Muss ich ja mal sagen. Aus wie so ein übelst fetter schwarzer Seelenstein. Was machen die da?
Ich glaube, die beten da vor sich hin. Manchmal bete ich auch ein Feuer an, weißt du? Gelegentlich kommt das dann auch mal vor. Immer dann, wenn keiner hinschaut. Das ist ganz normal. Das ist menschlich. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das jetzt hier überleben werden. Ich glaube, wir sind... Bin mir nicht sicher, ob das alle sind. Auf jeden Fall haben wir da drei von den Typen. Ah, das kriegen wir schon. Ja, meine Lieben, beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht's dann weiter hier bei Let's Play Oblivion oder The Elder Scrolls IV Oblivion auf den Shivering Isles und ich bin gespannt. Zwei Fokuskristalle müssen wir hier noch finden. Bin ich mal gespannt, wie es danach weitergeht, was der Sheogorath uns dann zu sagen hat und ob da noch was kommt dann, ich weiß es nicht. Ich glaube, das gibt dann noch so ein paar kleinere Questen, haben wir ja mitbekommen. Können wir auch gerne dann machen. Jetzt bin ich erstmal... Kann ich auch. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Oblivion, genau, Oblivion. Es ist heute, also bei jeder Aufnahme verkacke ich irgendwie die Ein- oder Ableitung oder Ausleitung oder Anleitung oder ich weiß nicht was, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, see ya und bis zum nächsten Mal.